Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 21 in der Trainerkarriere. Mein Name ist Jan. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Endlich ist es mal wieder soweit. Es ist fast ein Monat her, wo die letzte Folge rausgekommen ist. Wir sind noch Trainer beim Hamburger Sportverein. Noch ist eine gute Sache, weil, ich sag mal, wir schauen nochmal drauf, wie gut wir genau sind. Das machen wir alles gleich. Und ja, das Ziel ist natürlich beim Hamburger Sportverein sehr hoch gesteckt. Ob wir das erfüllen können, erfahren wir natürlich zusammen. Aber ich freue mich erstmal, dass hier auf abgezeugt wieder ein normales Video, ich sag mal, aus dem Studio kommt. Ja? Und deswegen legen wir einfach direkt jetzt gemeinsam los. Auf geht's. Also wunderbar, wunderbar, wieder hier in Berlin im Studio zu sein, ist erstmal, oh, ich fühle mich gut. Ich fühle mich richtig gut. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ja, ich meine, die Pandemie, Corona, aller Scheiße, ne? Wisst ihr ja selber. Aber endlich kann ich wieder im Studio sein und Videos aufnehmen. Videos kamen aber natürlich trotzdem. Also ist es ja jetzt nicht so, dass gar keine Videos kamen auf abgezockt. Die Koop-Spielerkarriere, ja, in FIFA eine Koop-Spielerkarriere. Falls ihr das verpasst habt, die erste Staffel auf abgezockt ist online gekommen. Die zweite wahrscheinlich sogar dann auf dem neuen Kanal Mr. Dopolus. Wenn diese Folge rauskommt, könnte es sein, dass da sogar schon die erste Folge auch online ist. Verlinke ich euch mal oben rechts in der Infokarte den neuen Kanal. Außerdem, auch da läuft die Story. Das heißt, es sind tatsächlich nicht gar keine Videos gekommen, sondern einfach nur leider sehr viel weniger. Aber das ändert sich jetzt wieder. Trainerkarriere in FIFA, Torwartkarriere in FIFA, Spielerkarriere im Pro Evolution Soccer, alles das wird wieder hier aus dem Studio und auch erstmal noch weiter auf abgezockt kommen. Auch das kann sich noch ändern. Vielleicht, da informiere ich euch, aber abonniert auf jeden Fall am besten jetzt schon mal Mr. Dopolus, weil es kann auch sein, dass diese Projekte langsam, aber sicher auf den neuen Kanal rüberwandern werden. Das Ganze übrigens auf dem neuen Kanal komplett ohne Werbung. Ja, also der neue Kanal läuft komplett ohne Werbung. Also wenn ihr da, wie gesagt, müsst ihr unbedingt vorbeischauen, die Story-Videos, alles komplett ohne irgendeine Werbeunterbrechung, ist auf jeden Fall eine ganz nice Sache. Aber jetzt erstmal, ich meine, das ist ja das Wichtigste, auf die Tabelle gucken. Nach dem 8. Spieltag, einige haben aber den 9. Spieltag schon gemacht, sind wir auf Platz 6, müssen jetzt gegen Erzgebirge Aue erstmal am Anfang dieser Folge spielen. Die sind auf Platz 5, punktgleich sogar mit uns und wir können, ja, wenn wir es gut machen, sag ich mal, doch auch von der Tordifferenz sollte das klappen, vielleicht sogar auf Platz 2 nach vorne kommen. Aber wir sollen ja sogar den Titel erreichen, das hat der Vorstand gesagt. Und ja, Paderborn, ich sag mal, die sind gut nach vorne gezogen, noch keine einzige Niederlage. Das wird schwer. Ich meine, aber es ist auch so, wir sind bis jetzt die Unentschiedenkönige und auch das wollen wir ändern. Und wenn wir das ändern, dann bekommen wir auch deutlich mehr Punkte. So, E-Mails, da gibt es schon ein paar interessante Sachen. Opoku, ja, er hofft, dass er spielen kann und ich sag mal so, ich denke drüber nach, definitiv. Lukas Hinterseher spielt in der Nationalmannschaft, das ist nicht, ja, das ist natürlich auch interessant, aber Jugendmannschaft, da habe ich mich ja quasi so ein bisschen hintergesetzt, das will ich auf jeden Fall gut machen und wir haben da ja auch schon welche in den Kader geholt, aber die, jetzt ehrlich, die gefallen mir alle gar nicht. Also den Torwart hier mit einer, ich meine, von der Gesamtstärke 53 noch besser als der hier oben. Aber der ist noch 15, Potenzial eigentlich auch richtig scheiße. Also eigentlich auch den könnte man rauslöschen. Aber ich will einfach immerhin irgendwelche noch mit drin haben. Also den hier hauen wir auf jeden Fall raus, den gehen wir frei. Normalerweise würde ich den oberen Torwart auch noch mit freigeben. Der IV, naja, eine Potenzial noch von 80, sagt er jetzt. Auch das eigentlich, also man muss eigentlich davon nur alle, die am Anfang immerhin noch ein Potenzial von über 90 haben, drin haben. Wenn die das schon nicht mehr haben, sind die eigentlich kompletter Rotz, weil man würde die nie, ja, die werden eigentlich nie zum Einsatz kommen. Außer so welche komischen, die dann irgendwie mal eine hohe Gesamtstärke haben, aber vielleicht dann nicht so ein ganzes Potenzial, die man irgendwie jetzt schon mal in der zweiten oder dritten Liga sind, das sind dann Spieler, die man schon mal spielen lassen kann. Ansonsten, also das ist überhaupt nichts. Das ist noch nicht mehr was, was man irgendwie ausleihen kann oder so. So schlecht ist das. So, dann legen wir mal los, auswärts und ja, ich habe, wie gesagt, auch das logischerweise jetzt einen halben, ja mindestens einen halben Monat nicht mehr irgendwie so Trainerkarrieremäßig was gespielt, richtig.
Vor allen Dingen auch mit Hamburg, eieiei. Aber aufstellungsmäßig, das passt erstmal. Da musst du mich erstmal wieder komplett reinfinden, absolut blind. Aber ich bin ja sowieso. Das ändert sich aber zum Glück auch bald wieder. Freue ich mich schon drauf. Dann kann ich den weit entfernten Fernseher hier im Studio auch endlich wieder richtig sehen. Spieltag Nummer 9 ist angepfiffen. Im Studio hat sich auch wieder ein bisschen technisch was getan. Ich bin ja immer mal dran. Ja, immer am überlegen, soll ich mal einen Vlog machen? Wollt ihr das sehen? Oh mein Gott, scheppert der Hazer jetzt gerade rein. Wollt ihr sowas sehen? Schreibt es mal gerne auch mit in die Kommentare. Infokartenabstimmung gibt es ja leider nicht mehr. Das nervt mich auch bei der Story ungemein. Aber ja, schreibt es einfach mal rein. Dann zeige ich euch mal ein bisschen hinter den Kulissen, weil es ist ja doch ist mal wieder was passiert. Ja, Abwehrfallen von mir natürlich immer legendär, vor allem in FIFA. Im Pro Evolution Soccer geht es ja sogar noch, aber auch spiel den Ball selber ins Aus. Wunderbar. Wenn das alle gegnerischen Vereine machen würden, ja, dann würde ich auch nicht so viele Gegentore sehen. Oh ja, ich dachte erst, das war schlecht, aber das ist gut. Das ist das 1:0. Endlich können wir hier wieder gemeinsam jubeln. Ja, wie fantastisch ist denn das? Wunderbar, wunderbar. Boah, und das Beste ist ja eigentlich, das sieht man ja auch schon direkt, ja, in der jetzt kälteren Jahreszeit. Lange Hose, Pullover im Studio und es ist nicht zu warm. Ansonsten ja hier in der Sommerzeit durchgeschwitzt, ekelhaft. An kurzen Sachen auch. Über, teilweise über 35 Grad. Und jetzt hier, oh, entspannt 20 Grad. Tor für den Hamburger SV. Also ihr merkt, ich habe Bock. Und Abseits hat auf jeden Fall auch Bock. Und die Möglichkeit wird genutzt. Wie genial ist das denn gespielt, bitte sehr. Alter, das ist ja schon Barcelona, wie wir uns hier rumpassen. Der Wahnsinn. Alter, 2:0. Also dann auch ziehen wir vorbei, würde ich sagen. Boah. Also wirklich gut. Wirklich gut. Ein bisschen Pfostenglück, aber es muss dabei sein. Und Aue macht Fehler und wieder kein Abseits und ich bin dumm und dribbel den Torwart aus. Das ist doch ein Foul. Das können die... Skandal ist das. Und Skandal ist auch, dass mein Mauszeiger die ganze Zeit... Was ist das denn? Das will ich mir nochmal angucken. Also, boah, ich... Guckt euch das an, als hätte ich... Oder wäre ich gut in FIFA. So mache ich es gerade. Und dann schieße ich... Und dann, guck mal, im Nachhinein haut der Torwart mich um. Also das ist ja so ein Elfmeter, das ist so ein krasser Elfmeter. Ah, und jetzt steht 2:1. Oh mein Gott. Konnte das passieren? Jatta, ich hätte abspielen können, aber kein Bock. Und oh, der Ball ist irgendwie im Tor. Oh mein Gott, das ist ja fast so... wie Bayern gegen Dortmund das Tor. Puh. Irgendwie noch ein Abpraller oder so über die Spieler. Keine Ahnung, also der Wahnsinn. Nein! Oh, Glück gehabt, ey. Ich dachte, jetzt geht's hier schon wieder los. Jetzt gibt es nochmal einen Konter und eine Flanke zum Torwart. So gut. Was geht denn hier ab? Das ist ja so ein Gebolze einfach nur. Ach, das nächste Hamburger Tor, so kann man es wirklich sagen. Oh mein Gott. Also die Flanke an sich nice, aber dann ey. Viermal oder so versucht, keine Ahnung. Dreimal war es, glaube ich. 4:1. So, Spiel abgepfiffen, 4:1 gewonnen. Ich hatte zwischenzeitlich Angst mit dem, ich sag mal, Anschlusstreffer von Aue. Wie gesagt, das wäre aber so einfach auch gar nicht gekommen, wenn das mit dem Torwart-Austrimmeln geklappt hätte. Aber es ist, wie es ist.
Opoku ist enttäuscht, ja, darf er sein, ist mir egal. Die Rotation ist wichtig. Ja, die Rotation ist tatsächlich wichtig, also deswegen kann ich das auch sagen. Terode holt sich den Spieler des Monats her, das ist ja wunderbar. Und trotzdem, auch nach dem Sieg bin ich jetzt von einer 80 auf eine 79 runtergerutscht und müssen uns gleich nochmal die Ziele gemeinsam angucken. Weil irgendwie, ich meine, transfermäßig, wir haben ja im Sommer logischerweise nichts gemacht, weil ich mir den Originalkader quasi von Hamburg auch starten wollte, wie sie den auch tatsächlich hatten, wo sie in die Saison reingestartet sind. Aber ja, wir müssen da nochmal nachschauen. Ich würde auch vorschlagen, in der Wintertransferpause machen wir dann mal einen Livestream oder so. Neue Spieler zu kaufen. Und vielleicht, also je nachdem, ich meine, wir haben nicht viel Geld, aber es macht vielleicht Sinn, um uns da mal umzuschauen. Wir sind jetzt vor dem 10. Spieltag, den hat Bochum zum Beispiel schon gemacht. Deswegen sind wir vom Platz 3 auf Platz 4 runtergerutscht. Aber auch da blicken wir, ich sag mal, nach oben gegen Darmstadt. Ja, also nächster Sieg ist gefordert, ist klar. So, die Ziele, wir sind jetzt auch nur noch bei einer 78 auch schon wieder. Nachwuchsentwicklung. Boah, okay, das ist heftig. Also wir sollen einen Spieler quasi holen, der dann mindestens 50% Einsatzquote in der darauffolgenden Saison bekommt. Also das heißt, wir müssen diese Saison so einen krassen Jugendspieler bekommen, der dann... Alter, okay, das ist crazy, das zu schaffen. Also da muss man irgendwie wirklich was Gutes haben. Einen jungen Spieler verpflichten, okay, ja, das haben wir natürlich noch nicht gemacht, deswegen meckern sie da vielleicht, aber im Winter wird das wieder besser. Naja, klar, ja, ich meine, das hier ist natürlich sehr hoch logisch, aber die müssen da jetzt eigentlich noch nicht wirklich runtergehen. 10 Millionen mit dem, ja, ich meine, da sind wir auch auf einem guten Weg. Also ich denke, also da ist jetzt nichts, wo wir akut handeln müssen oder so, sondern das nimmt alles so seinen Weg. Wir haben knapp 15 Millionen, vielleicht nur den einen oder anderen Älteren oder so verkaufen, DFB-Pokalrunde, da müssen wir auf den Kalender mal gucken. Also das wird schon. Ja, DFB-Pokal, da haben wir gerade angesprochen und gegen Union in Erstligist, aber Union, also das geht auf jeden Fall noch, ne? Also da habe ich jetzt nicht so große Angst vor. Das werden wir auf jeden Fall dann noch sehen. Generell werden wir sehen, wie es läuft. Und ja, das Spiel hier werden wir tatsächlich mal der Simulation überlassen, würde ich sagen. Schnellsimulation, hau rein. 1-0 gewonnen. Oh, knappe Geschichte. Jatta wieder mit dem Tor. Das gefällt mir wirklich selber auch beim Gameplay mit am besten. Also wunderbar. Haben nur einmal gewechselt, das ist auch ein bisschen krank. Aber immerhin ja eine Woche Pause bis zum nächsten Spiel. So, das ist jetzt eine ganz krasse Veränderung. Ich kann euch das mal in der Übersicht nochmal zeigen. Ich habe jetzt quasi eine neue zweite Startelf, die komplett ausgetauscht ist, quasi hier erstellt. Alle außer der Torwart wird gewechselt. Und ja, das hat, ich sag mal, guten Grund. Wir spielen jetzt gegen Würzburg. Jetzt machen wir wieder eine Simulation. Die sind auf Platz 15. Das ist ein Aufsteiger. Das ist absolut zu 100% die B11. Und ich guck mal, was die Simulation daraus macht. Also ich hoffe ja, wir gewinnen. Ich weiß, also teilweise da vorne eine 60er drin. Also das ist alles. Das ist, also teilweise ganz 260er, nee, 30. Oh mein Gott. Also ja, und an der Stelle hat man gerade noch kurz gehört, hat sich die Funkstrecke verabschiedet und ich kommentiere das Ganze nach. Also Würzburger Kickers gegen Hamburger Sportverein jetzt gleich in der Simulation. Und zum Glück, ja, haben wir hier 2-0 gewonnen, währenddessen ich es immer noch nicht gescheckt habe. Ich habe es, ja, den ganzen Rest nicht gescheckt, dass die Funkstrecke einfach alle gegangen ist. Also ganz großer Fauxpas. Aber das Wichtige ist, wir haben 2-0 gegen die Würzburger Kickers gewonnen und springen hier auch jetzt direkt rein ins DFB-Pokalspiel. Hamburg gegen Union Berlin in der zweiten DFB-Pokalrunde. Damit haben wir einen Bundesligisten vor uns und schauen jetzt gleich mal, ja, wie das Spiel hier so verläuft. Ich kommentiere das für euch nach im Schnelldurchlauf. Die erste Chance gab es für den Hamburger Sportverein und die ist gleich richtig gute Rodde mit dem ersten Abschluss in der 17. Spielminute und der Führungstreffer für den HSV. Kleiner Spoiler, die erste Halbzeit wird
richtig, richtig heftig, was ja, die Tore angeht. Ja, wir sehen gleich, das ist nicht nur auf einer Seite, sondern auch Union mit ihrer ersten guten Chance erstmal pariert und dann, ja, kann der Torwart natürlich nichts machen. 26. Spielminute, Ausgleichstreffer vom Bundesligisten. Ich meine, das Gute ist noch, wir sind hier heim in Hamburg, ja, kleiner Vorteil. In Köpenick, ja, quasi, wäre das wirklich schwer gewesen. Aber auch so, man sieht es sehr, sehr schwer. Und wir sehen hier gleich in der 29. Spielminute Jatta, also da bin ich wirklich gefreut. Cool ausgerührt, vorbeigegangen und dann auch noch der Abschluss ins Tor. 30. Spielminute, die direkte Reaktion. Hamburg führt wieder 2-1. Wunderbar, ihr wisst gar nicht, wie ich mich gefreut habe, weil ihr seht es auch gerade leider nicht. Aber ich muss sagen, boah, es nervt mich richtig, dass die Funkstrecke einfach, ja. Also, das sind die Tücken von so einem Studio. Es ist, wie es ist. Ja, 2-1 ist schon geil, 40. Spielminute, Kittel, es geht aber nochmal gut weiter, also da jetzt viel hin und her, Gebolze schon fast mehr und dann irgendwann kommt Kittel wieder ran, 3-1, mehr Glück als Verstand bei diesem Tor, aber wie gesagt, ich habe am Anfang das Ganze ja, erläutert, die erste Halbzeit ganz crazy, was hier mit den Toren abgeht, also 3-1 schon übrigens. Ich kann euch das schon mal versprechen und sagen, also ich habe da auch wieder ein bisschen eingegriffen und das mit der Funkstrecke, das wird nicht mehr passieren. Also ich habe da quasi das Ganze da vorgegriffen, sodass es nicht mehr passieren kann. Wir sind jetzt schon fast in der zweiten Halbzeit und ja, einmal eine Chance, eine richtig gute Chance, die nicht im Tor gelandet ist. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ja, und damit hat es quasi begonnen, auch hier jetzt in der zweiten Halbzeit. Ja, die Chancen sind immer noch gut, aber die Tore fallen nicht mehr. Und das Ganze jetzt aber auch auf der Gegenseite. Also eine unglaublich gute Chance und irgendwie kommt der Torwart da mit dem Fuß noch ran. Und dann auch noch, dass der Ball da an dieser Stelle noch daneben geht. Also das Spiel, also Pokalkracher, mehr kann man dazu nicht sagen. 78. Spielminute schon kurz vor Schluss. Kruse, wieder Union und wieder einen Abschluss und wieder der gute Torhüter. Da müssen wir natürlich auch noch nachziehen, ganz klar im Winter. Wie gesagt, das würde ich gerne als Livestream machen. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Nächste Chance, 90. Spielminute für Union. Also wie gesagt, Wintertransferphase als Livestream schreibt auch gerne mal in die Kommentare. Genauso wie ein Vlog aus dem Studio. Auch das könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Und die letzte Chance gab es dann nochmal für Jatta für den HSV. Und das wird auch gemacht. 4-1 am Ende. Finde ich ein bisschen zu hoch, der Spielstand. Ganz ehrlich, ich hatte da, also erstmal das 3-1, ultra viel Glück. Die anderen Tore davor gehen, finde ich, klar. Hier mit dem 4-1 natürlich klar, weil Union war offensiv. Daraus resultiert das Tor jetzt. Wäre das dritte Tor für uns, das 3-1, nicht gefallen, dann hätten die ja auch mehr oder weniger easy noch so, ich sag mal, 2-2 in dem Fall erzielen können oder sogar noch mehr. Also das haben wir ja gesehen, die Chancen hatten sie und jetzt ist abgepfiffen. 4-1 gewinnen wir und sind damit in der nächsten Runde. Und außerdem ist jetzt die Folge damit auch vorbei. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst noch eine Bewertung da und abonnieren könnt ihr auch noch, falls ihr das noch nicht getan habt, um nichts weiter zu verpassen. Alle wichtigen Sachen sind in der Infokarte. Außerdem die Playlist seht ihr auch hier im Abspann und zur nächsten Folge kommt ihr da auch. Die nächsten beiden Folgen kann ich auch schon hier aus dem Schnitt sagen, habe ich auch schon fertig aufgenommen. Alles fertig bis zum Transferfenster. Wunderbar, also bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.